Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video, zu einer neuen Folge Road to a Yeezy. Es gibt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen, weil Stand jetzt gibt es eigentlich nur den Trade, aber den, weil es eigentlich ganz witzig ist, bestimmt ein richtiger Schenkelklopfer, wollte ich euch das kurz zeigen. Und zwar, ihr wisst ja, wir haben einen 4er Jordan Union in Stock noch. Also wenn ihr es nicht wisst, dann checkt gerne die anderen Folgen ab. Das ist aber nicht der, den wir hier jetzt haben. Den hier. Das ist noch ein 4er Union Jordan. Jetzt denkt ihr euch, hä, wie, hatte doch nur einen? Ja. Wir beobachten immer den Markt von den Schuhen, die wir in Stock haben, vor allem bei Road to a Yeezy, weil es gibt ja mal so Peaks, wo dann mal ein Schuh so mal 30, 40 Euro auf einmal nach oben geht. Falls es der Fall sein sollte, hätten wir dann halt schnell verkauft. Auf jeden Fall haben wir auch geguckt, okay, was kostet aktuell der Union, was ist unser Stock von Road to a Yeezy eben wert. Dann haben wir den hier gesehen für 640 Euro, was uns sehr, sehr niedrig vorkam, was auch sehr, sehr niedrig ist. Haben wir direkt zugeschlagen und direkt wieder weggeflippt. Können wir uns ja mal kurz zusammen anschauen. Das ist der schwarze, eben den, den wir auch schon in Stock haben. Den hier, sprich, eigentlich wollten wir nur schauen, wie viel der aktuell geht. Haben den gefunden, 640 EK, 680 straight geflippt, ganz normaler 4er Union Jordan, und haben jetzt halt den anderen, für den wir eigentlich den Preis checken wollten, noch in Stock, sowie auch andere Schuhe. Und das war es eigentlich auch schon mit dem Intro, mit dem ersten Take. Alles andere schauen wir jetzt, was abgeht. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Ich finde relativ witzig, und dann sehen wir uns gleich im nächsten Cut. Also Henning hat mich wieder beauftragt, wieder neue Schuhe für Road to a Yeezy zu organisieren. Und habe ich mir so eine kleine Liste vorbereitet, welche Schuhe ich denn so in Aussicht hätte für diese Folge. Und da bin ich zum einen auf den Football Grey gestoßen, den man eventuell auch stocken könnte für den Sommer, weil ich ihn eigentlich wirklich sehr schön finde. Dann haben wir zum einen auch den Rubber Dunk. Da habe ich mir auch hier so eine kleine Preisentwicklung oder Preisvorstellung geschrieben zu einem Football Grey, so um die 200, 190, 210, vielleicht kriegt man da irgendwie einen Deal. Dann für den Rubber Dunk, weil der ist in letzter Zeit etwas gesunken, sage ich mal, dass man den vielleicht irgendwie unter 290 Deadstock findet, vielleicht geht der noch ein bisschen was. Und da habe ich mir wieder vorgenommen, wieder viel auf eBay und Vinted zu sein, vielleicht kriegt man da den einen oder anderen Stil wieder, wie in den letzten Folgen, vielleicht einen Dunk oder einen Jordan mal wieder. Genau. Die Schuhe alle besorgt für Road to a Yeezy für die Folge. Sind, denke ich mal, ein paar ganz gute Deals dabei gewesen, und wir warten jetzt, bis sie ankommen, und dann zeige ich sie mal Henning und bin gespannt, was er dann dazu sagen wird. So Leute, ich bin jetzt hier mit Luca. Luca hat ja von mir den Auftrag bekommen, wieder wie immer für Road to a Yeezy Sachen zu kaufen und verkaufen. Luca, was geht ab? Bist du fündig geworden? Ich bin fündig geworden, auf eBay und Vinted mal wieder. Ja. Drei, vier Schuhe schon dabei. Die sind halt alle angekommen. Mhm. Mal gucken, was du zu denen sagst. Ich bin gespannt, noch nicht gesehen. Auf Unboxing, auf Mystery Box angelehnt. Als erstes haben wir den schönen Football Grey, okay. In einer 42. In einer 42, relativ weibliches Modell, wie ich finde, aber ja, colortechnisch nicht schlecht. Ist schon verkauft, der oder? Ist schon verkauft. Okay, sonst hätte ich ihn mal anprobiert vielleicht, aber... Der EK lag bei 190, ja. VK 215, das heißt 25 Euro plus. 190 ist schon aber guter Deal, oder? Mhm. Also, ich würde change my mind, aber das ist ein Dunk High in so ein bisschen, also was heißt bisschen, in Cream. Upper mit so hellblau Flieder schon fast. 190 Euro ist echt eigentlich, also eigentlich auch ein sehr guter Schuh zum Stocken für den Sommer. Wollte auch gerade sagen, investmenttechnisch eigentlich auch nicht schlecht, ja. Aber gut, Road to a Yeezy jetzt halt wegen Unterhaltung natürlich mal geflippt. Ja. 25 Euro gemacht, okay. Easy. Wie lange hat das gedauert, um den zu verkaufen, wenn ich fragen darf? Der kriegt den eigentlich relativ schnell, gut, oder? Also der ging eigentlich noch am selben Tag eigentlich. Wow, easy, okay. Ja. Dann als nächstes haben wir wieder einen Off-White-Dunk. Ja, ich sehe schon am Karton. In der letzten Folge. Ah, okay, ja. Aber nicht den klassischen oder einen von den klassischen, sondern eher einen. Heute haben wir einen Hallen-Volleyball-Schuh mit im Road to a Yeezy. Nee, ach, jetzt wieder alle gefrontet, die den rocken. Ja, okay, ein Off-White-Dunk, ein Rubber-Dunk. Ja, okay, schwierig, dass der noch gekauft und verkauft wird. Eben, der ist tatsächlich aber ein bisschen gesunken mit der Zeit. Ja, wundert mich jetzt wieder nicht so krass. Wegen seinem Aussehen eventuell, aber. Ja. Da habe ich gedacht, vielleicht findet man einen guten Deal. Ja. 240 habe ich einen gefunden. Mhm. Auf eBay war das diesmal. VK waren 280, das heißt 40 Euro plus da gemacht. 40 ist auch gut. 40 ist plus. Ja, das ist prozentual ist fast das 10, 15 Euro weniger als mit dem Ben & Jerry's Dunk. Genau. Das ist schon nicht schlecht. Ich gucke mal prozentual. 20% nochmal mitgenommen, mindestens. Ja. Nee, nicht schlecht. Okay, gut. Ja, jeder dem seine. Ja. Wenn euch das gefällt, dann do it. Keine Verurteilung. Hey, Henning hat selber nicht einen besseren Style. Naja, was wirklich. Ich verurteile ihn nicht. So, als nächstes haben wir einen Jordan, einen Slow.
der auch vor kurzem, sage ich mal, rausgekommen ist. Ja, ein Low, okay. Und zwar ist es der Elephant. Alter, der Dior. We got the Dior. Oh my god. Isn't it the Kim Jones collab? Ja. Ja, okay. Also, Elephant muss der wie findest du den optisch? Ich finde eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das Swoosh cool. Wird nicht rocken, aber... Ja, das ist halt immer, gell? Man sagt immer so, ja, sieht natürlich aus, aber ich würde nicht rocken. Ja. Dann ist halt die Frage, ob er dann halt überhaupt nice ist, aber gut, das haben wir auch immer, die Filme. Immer wenn anstehender Release ist, oh, der ist nicht schlecht. Ich würde ihn halt nicht rocken, aber nicht schlecht, so. Naja, gut. Ja, okay, nice. EK 190, VK 220. 190? Hat der so viel Resale? Ja, der schon. 190? Ich sag, guck mal hier auf dem anderen Schuh. Das Berlin-Tech hier dran, dieses Ah, Schuh. Ja, okay. 030. Mhm. Okay. 190, boah, finde ich schon krass. Schon viel. Aber gut, wie viel Gewinn? 30 Euro. Also 30 Euro. 220 verkauft. Okay, solide Gewinne heute wieder. Ja. Kurz komplett weggecreased. So, ja, hopp, das macht als nichts. Nächstes haben wir zwei Shirts. Ja. Und zwar von Kanye West vom Sunday Service. Sunday Service? Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Das ist diese Kirchenmesse, ist das gestern der Service. Engen Kragen, sage ich mal hier. Ja, so schön Rollkragen beim Shirt. Auf Steve Jobs angelehnt auch ein bisschen. Was sagst du zu denen? Jesus is King. Ja, ich müsste mal ein Fit davon sehen, aber nice, mit Rubberprint. Ja. Ach, doch, ist nice. Also ich, wie gesagt, hier sind die, das ist das Tee, ich hoffe ihr seht's. Müsste man mal einen Fit von sehen. Wie teuer sind die? Ich habe jetzt beide, ich habe die zusammengekauft. Ja. Jeweils 60 Euro pro Shirt, also 120 für beide. Boah, das geht. Das habe ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt, das ist teurer. Die sind halt sehr crop geschnitten, aber halt mit weiten Ärmeln, aber halt unten halt sehr crop. Ja, ist halt sehr ein eigener Fit so von Kanye, aber grau. Kommt eigentlich ganz gut. Ist eigentlich identisch, auch Rubber. Mit dem Kragen ist halt... Hast du schon mal einen Fit davon gesehen? Kommt es cool oder kommt es irgendwie, dass man so denkt... Wenn man die Statur dafür hat, kann er schon sehr gut kommen, sage ich mal. Okay. Auf Kanye halt wieder angelehnt, da ist halt viele Sachen, die halt an sich cool kommen können. Oh, komm, ich lege schnell zusammen, auf T-Shirt-Verkäufer angelehnt. Ich habe jetzt für beide 220 gezahlt und auf beide im Doppelpack wieder verkauft an den Typen, weil das ist beides eine L. Ja. Für 160, also 20 pro Shirt sozusagen. 20 pro Shirt, 40 total, okay, easy. War es aber gut. Ja. 60 pro Shirt EK ist, finde ich... Echt gut. Ich hätte jetzt easy 90 pro Shirt geschätzt oder so. Ja, die gehen halt auch so Farfetch, Stock ist, gehen halt schon so für 100, 110. Ja, wo hast du jetzt her? Die habe ich auf eBay gefunden. Auf eBay, okay. Doppelpack. Ja, okay, easy. Haben wir noch was? Als letztes haben wir noch einen Jordan 1. Ja. Hi. Ja, hast du glaube ich auch in deinem Stock. Wenn mich nicht alles täuscht. Oh, die wischen. Yes, got it. Code Purple 2.0. Ja. Ich rate jetzt mal, den EK, den VK weiß ich jetzt nicht, aber den EK, was der ungefähr geht. Ich habe den im Stock, ich gucke auch ab und zu, was die Schuhe so wert sind, die ich im Stock habe. Der Schuh hast du gekauft für, wenn ich jetzt was Niedriges sage, sieht es halt voll, die Leistung halt voll schlecht aus, die erbracht wurde. Ich sag jetzt 280, 270 EK? 300. Ja, okay. Ja, okay, ich hab gedacht, du hast dir halt Mühe gegeben, da lag ich halt. Nee, da lag ich, hab mir keine Mühe gegeben. Ja, okay, easy. 300 EK? 300 EK, oh, 320 VK. Ah, oh, easy, ist aber schon gut gestiegen. Ich hab den damals für 210 Euro gekauft, ein paar Paare auf Stock. Weil da habe ich mal eine andere Taktik angewendet, und zwar habe ich auf eBay, gibt's auch dieses Want to Buy, ich suche. Ach so, ja. Da hat den einer gesucht in der 42, und da hab ich halt gesagt, hör mal zu, ich hab hier einen für 320, kannst du haben, beziehungsweise für 330 all in. Hab dann halt den Preis wirklich noch auf eBay, einen für 300 all in gefunden, habe ich halt... Ach was, okay, du hast mit dem Käufer vorher connected, der einen sucht, hast dann selber gesucht und ihn dann gefunden. Fuchs. So auf Personal Shopper, sag ich mal. Da seht ihr mal, was das hier für ein Act ist. Voll geil, was Black. Da seht ihr mal, was das für ein Act ist. Da seht ihr mal, was wir hier für ein Act machen für Rotary Easy. Nice, Alter. Ja. Feier ich, okay. Dann das ist aber eine andere Methode, sage ich mal, die ich mal testen wollte. Ich meine, es waren jetzt nur 20 Euro bei 330 Euro. War das ein krasser Act? Oder also wie kommt man dazu, dass man sagt, okay, weil derjenige hätte ja selber gucken können, oder? Ja, aber ich habe tatsächlich davor was gesucht, einen anderen Schuh. Und dann habe ich irgendwie noch das Ranking oder diese Suchbeschreibung drin gelassen, ich suche. Und habe ich auch so den Code Purple eingegeben und dann kam halt, ich suche. Hat dann einer gesucht für, das heißt 42 für 350 Euro. Und ich meine, hör mal zu, ich habe hier einen für dich für 330 all in. Ja. Dann haben wir gesagt, okay, gut, hört sich gut an, hast ein paar Bilder,
Da habe ich ihn halt gekauft, da meinte, der Schuh kommt jetzt die Tage bei mir an. Ja. Habe ich nach Bildtag geschickt, wo angekommen ist, dann meinte, okay, gut, nehme ich gerne, kein Problem. Auch ein bisschen Risk, weil er hätte ja auch dann sagen können, oh, ich will ihn doch nicht, dann hätten wir ihn halt gehabt, auf Stockbasis. Aber, ja gut, Code Purple 2.0 hätte man auch irgendwie wegbekommen, deswegen glaube ich, okay, nice. Das, haben wir noch was dann? Oder? Nee, das war's. Das war's. Was, nur das? Ja, nee, okay, nice. Ich bin hyped. Was haben wir jetzt am Profit gemacht? Add Tobi hinter der Kamera, add Luca vor der Kamera. Die Regie muss kurz eingreifen. Gut, okay, wir haben jetzt gerade den Profit nicht hier, aber ihr seht es ja immer eingeblendet. Luca, ich danke dir. Sehr, sehr gut. Auch finde ich, glaube ich, auch immer ganz anschaulich für euch, wenn wir so ein bisschen auf Unboxing machen. Ich das noch nicht kennt, ihr es noch nicht kennt. Luca was vorbereitet mit Tobi zusammen. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen Dank. So Leute, jetzt sind wir auch schon wieder bei der Abmoderation. Ich habe noch einen Schuh von Luca bekommen, den er noch gefunden und auch schon verkauft hat. Ich persönlich dachte, es geht jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr. Nee, aber also ich zeige euch den kurz und dann war es auch schon mit dem Video. Wir haben wieder einen 1er Jordan. Der Tie-Dye, ganz easy eigentlich gekauft, 230 gefunden, 260 verkauft. Relativ schnelle Nummer. Tie-Dye an sich hat nicht gedacht, dass er vielleicht ein bisschen mehr Potenzial hat, weil es ja eigentlich, es gibt nur einen Tie-Dye, so der OG Tie-Dye. An sich Tie-Dye war mal relativ krass im Hype oder ist immer noch ganz cool so. Ich dachte eigentlich, dass der Resell-technisch mehr geht. Gut, haben wir jetzt für 260 Euro verkauft. Hatte ich auch, glaube ich, im Stock. Hat sich werttechnisch nicht krass weiterentwickelt. Ansonsten seht ihr ja wieder hier unseren Kontostand, unseren Gewinn, alles eingeblendet. Ich danke euch fürs Zuschauen. Like gerne das Video, abonniert den Channel und dann sehen, hören wir uns in der nächsten Folge oder wenn ihr möchtet im nächsten Video. Peace.